Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Bei mir gibt es heute einen köstlichen Avocado-Cheesecake. Der Avocado-Cheesecake schmeckt super gut, total cremig wie ein New York-Cheesecake, aber ist dabei ganz gesund. Ich sage euch nun, wie das geht. Für den Boden meines Cheesecakes benötige ich die Pekannüsse, Datteln, Kokosraspeln, Kakaopulver. Dazu gebe ich noch mein zerlassenes Kokosnussöl. Die Zutaten für den Boden vermenge ich in der Küchenmaschine zu einem krümeligen Teig. Das geht sehr schnell und die Zutaten für den Boden sollen anschließend so eine schöne krümelige Konsistenz haben. Und der Boden schmeckt auch schon so genascht, sehr lecker. Für den Avocado Cheesecake habe ich mir eine 18 cm Springform vorbereitet. Ich habe den Boden mit Backpapier ausgelegt und auch an den Rand Backpapierstreifen gegeben, damit sich der Cheesecake anschließend gut wieder aus der Form löst. Den Boden gebe ich in meine Form und drücke ihn gut an. Nehme dazu einen Löffel. So ist der Boden fertig vorbereitet und kommt in den Kühlschrank. Mein Boden ist nun im Kühlschrank und ich mache die Fülle des Cheesecakes. Dazu brauche ich 560 Gramm Avocado-Fruchtfleisch. Je nach Größe von euren Avocados entspricht das so 5 bis 6 Avocados. Das Fruchtfleisch gebe ich mit einem Löffel in meine Schüssel. Avocado ist übrigens eine Frucht, eine relativ fette Frucht, aber das Fett von Avocados ist gesund, es hat viel Vitamin E, macht schöne Haut und auch das Kokosöl im Cheesecake gibt einen schönen rosigen Teint. Ich empfehle euch darum, das Fett im Rezept, das angegeben, nicht noch weiter zu reduzieren, denn es ist wichtig, das Kokosnussöl, dass der Cheesecake zusammengehalten wird. In den Avocado Cheesecake kommen noch 125 ml Zitronensaft oder Limettensaft. Der Cheesecake schmeckt mit beiden sehr lecker. Ihr könnt das auch mischen. Ich habe zum Beispiel hier auch Zitronen und Limetten heute und mache es mit einer Mischung. Dazu kommt noch geschmolzenes Kokosnussöl. In den Avocado Cheesecake kommt kein raffinierter Zucker, es eignet sich zum Süßen gut Honig oder wenn ihr wie ich gerne Agavendicksaft habt, dann könnt ihr das auch verwenden. Alle Zutaten für die Füllung püriere ich in der Küchenmaschine zu einer cremigen Masse. Wichtig ist, dass das Ganze gut püriert ist und ihr nachher keine Avocado-Stücke im Cheesecake habt. Ihr gebt es vom Rand so Stücke wieder nach unten, damit das alles wirklich gut und geschmeidig püriert wird. So ist meine Masse schön cremig püriert und ich verteile sie auf den Boden. Die Oberfläche verstreiche ich noch glatt. So ist mein Avocado Cheesecake schon fertig zubereitet. Ich gebe ihn nun für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Besser ist noch über Nacht, damit der Cheesecake schön fest wird. Jetzt freue ich mich schon, den fertigen Cheesecake zu probieren. Die Farbe sieht schon mal genial aus. Super lecker. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.mrsflori.com. Ich habe euch das Rezept verlinkt, ihr findet es unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.